Willkommen zurück zu Let's Play Fae Farm, das Spiel mit den Bäumen. Zack. Drei auf einen Streich. Guckt es euch an. Es ist wild. Gut, das war's. Wofür sammeln wir das Eichenstamm eigentlich? Ach, guck mal. Wenn wir Magie benutzen, bleibt so ein Stumpen übrig. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, im letzten Part haben wir ja erfolgreich Silber sammeln können. Heftige Sache, ne? Wofür haben wir eigentlich die Bäume gepflanzt? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben? Ich habe keine Ahnung. Damit ich beim nächsten Mal, wenn ich halt aufnehme, sehe. Oh! Deswegen hat die Bäume gepflanzt. Das ist sinnvoll. Da hat der Vergangenheits-Miko ja drauf geachtet. Ja. Wenn der Zukunfts-Miko nur mal drauf achten würde, ne? Ne? Das ist halt die Sache. Ja, den Windtrank brauchen wir, Atemtrank brauchen wir. Wir gehen jetzt ins neue Gebiet, genau. Da wollen wir hin, ins neue Gebiet. Wir werden wahrscheinlich nicht weit kommen. Aber mir geht es primär darum, dass wir die Sachen, die es da gibt, auch sammeln einmal. Damit wir mehr Rezepte und so weiter haben. Und einmal da, ja, mal darüber gegangen sind, ne? Kältetrank habe ich dabei. Müsste ich dabei haben. Bis was essen kann ich unterwegs. Vielleicht finde ich sogar was. Wer weiß. Aber jetzt. Gucken wir mal. Das ist Tanne, oder was? Gucken wir mal. Okay, Sofa. Pilze. Ja, ich nehme einfach mal mit. Komische Bären. Feuerkäfer? Wahrscheinlich muss ich die Feuerkäfer farmen nachher. Asche? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, den habe ich schon gesammelt. Was haben wir hier? Gefrorener Bauernhof. Da kann ich noch nicht rein. Nein, nicht. Was tust du denn da? Sammel doch die. Meine Güte. So schwer. Erreicht das Herz des Schneesturms. Ja, also hier. Tun wir uns weh. Ah, ja. Ich hab gut. Ah. Ich lauf. Nee. Moment, wo konnte man... Ach so, LTs. Okay, da komme ich nicht vorbei. In den Brandhöhlen. Ich verstehe. Ja, da will ich eigentlich rein. Da habe ich Bock drauf. Aber scheinbar... Dürfen wir noch nicht. Du bist ein Schleim, was ich brauche wahrscheinlich. Schlammling. Schlammlin. Was bist du? Gegner? Nee, was... Ach, verdammt. Alter. Ein Steinbrocken. Hier ist sogar gefroren. Oh mein Gott, das ist so toll. Ha. Vielleicht war ich sogar im letzten Part schon hier. Und ich erinnere mich nicht. Das kann alles sein. Ab hier herrscht absolute Kälte. Steinkörner. Ja, ich verstehe schon. Und das ist wahrscheinlich... Wie, die Axt ist nicht stark genug. Dieser Ferrit. Höher geht nicht.
Ein eisiger Empfang. Oh, da war ein Rezept. Erkunde das Herz, den Herz des, das Herz des, das Herz des Schneesturms. Ja, erkunden wir mal. Oh, was? Ich kein Dungeon, um zum nächsten Ort, zum nächsten Viech zu gelangen? Wer bist du denn? Manfred? Oder ich denke nicht, dass du Manfred heißt, aber... Grell. Ja, fast, ne? Tag, Jodot, hallo. Bleib doch ein bisschen, das macht mich froh. Ja. Oha, oha. Ist da jemand? Ist jemand da? Ein Mensch? Wie hast du es geschafft, dich durch meine kalten Winde zu kämpfen? Kapierst du denn nicht, dass ich nicht belästigt werden will? Ich habe einen gewaltigen Sturm heraufbeschworen, damit ich mich ungestört meiner Traurigkeit hingeben kann. Der Sturm schadet den Menschen? Oh nein, das war nicht meine Absicht. Du vergibst mir? Das ist wirklich nett von dir. Vielleicht reißt es ja mit der Traurigkeit und dem Alleinsein. Ich weiß, was mir helfen wird, mein Kummer zu überwinden. Könntest du mir ein paar Zutaten bringen? Dann helfe ich dir, den Schneesturm loszuwerden. Versprochen. Was brauchst du denn? Polierte Saphir. Bärenmarmelade. Frostrübe. Geschnittenes Gemüse und Flatterstaub. Ja, kein Ding. Wirklich? So viel? Habe ich schon irgendwas davon dabei? Nö. War klar. Okay. Nehmen wir schon mal ein bisschen was mit. Was ich so finde. So. Das wird wahrscheinlich dafür gebraucht alles werden, ne? Kapstachelbeere. Stachelbeeren sind so lecker. Oh mein Gott. Ich liebe diese Beeren. Nee, wirklich. Stachelbeeren sind heftig. Heftig gut. Na? Willst du mal jetzt? Gottes Willen! Das war furchtbar. Ne, mit dir rede ich nicht. Nicht jetzt. Vorher breche ich mir die Haxe. Freiwillig. So. Der eine Frosch, der wird jetzt einmal in die Matschmaschine gequetscht. So. Ja. Polierte Saphire habe ich zufällig. War ich hier nur? Ich glaube nicht. Dann poliere ich mal welche. Ne, hier nicht. Wie viele? Drei. Gut, zum Glück. Marmelade. Bärenmarmelade. Glutengebräu, grüner Tee, Bärentee, Honigtee, Früchtelikör. Hier ist keine Marmelade. Großer Heiltrank, oha. Sag mir nicht, hier ist irgendwie Marmelade. Das sieht man auch nicht alles eine Marmelade aus, ne? Das muss ich ehrlich sagen, ne? Ja. Ich habe hier Beeren. Könnte daraus gemischte Beeren machen.
Ich hack mal hier welche rein. Zack. Sind dieselben, ne? Ja, das gemischte Bären sind gemischte Bären. Das bringt ja alles sonst nichts. Ups. So, ich bringe polierte Saphira mal weg. Gibt es da einen Schnellreisepunkt hin? Ich glaube nicht, ne? Dann sortiere ich mal kurz alles weg. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das nicht, das nicht und das nicht. So. Froschschweiß. Oh, muss ich wieder sowas Neues herstellen hier? Ja, da. Vom Bergtierchen. Ja, ja, macht Sinn, ne? Wo kann ich denn Marmelade herstellen? Ja, ich würde gerne hier gucken. Nicht an der Getränkestation. An der Siegelstation auch nicht. Herdstelle. Ich habe ja drei Sachen. Warte mal. Wir haben einmal eine Küchenarbeitsplatte. Dann haben wir zusätzlich noch die Herdstelle und Küchentisch. Der Küchentisch ist doch hier so eine Ecke. Ist das drin? Na? Nee. Ich muss noch mal gucken. Ich muss noch mal schauen. Wir haben die Kochfeuer. Das Kochfeuer. Küchenarbeitsplatte. Die Herdstelle. Aber... Habe ich dafür... Lehmziegel? Habe ich das noch nicht hergestellt? Den Küchentisch? Ich sehe ja kein Küchentisch. Das ist ja das Ding. Ja gut, was brauchen wir dafür? Zwei Eisenbarren. So. Jetzt gerade machen. Noch zwei Lehmziegel. Kurze Seite. Einmal noch Eichenbauholz. So. Soweit, so gut. Und noch drei raue Peridode. Die grünen. Raue Peridode. Wo kann man die nochmal herkriegen? So, zeig mal her. Man kann es von hier aus gar nicht sehen, ne? Rohstoffe bei mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Salzwassermin, okay. Ich meine, wir haben es. Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich verwende mich. Ja, die Ausdauer reicht noch. Ich brauche noch ein wenig. Vielleicht können wir nur mal die Kochtisch da Marmelade herstellen.
Perido. Hier wird immer geringer, ne? Das Einzige, wo es wirklich gibt, ist Mittel. Hier, Ebene 11 und 12. Gut, dass die Ebenen hier nicht so groß sind. Hier sehe ich nichts. Nur Zitrin. Da ist was. Ja, man kriegt auch schon eine Menge raus, ist das ja nicht, ne? So ist das ja nicht. Ein Block? Wirklich? Ein Block? Ich meine, ich habe ja mit wenig gerechnet, aber mit so wenig. Ja, okay. Also immer hier hinreisen. Alter! Wie viel? Ja, ich sollte öfter mal einfach offscreen mal hier hingehen. Davon kriegt man voll viel. Nein! Na gut, immerhin. Aber ich hab's ja. Ich hab's ja gesammelt. Wir gehen später nochmal hier hin. So. Das reicht für den Küchentisch. Ich weiß nicht, warum ich den noch nicht hergestellt habe. Das ist dieses Spiel, ne? Die Entwickler wussten, warum sie die Taste einbauen. Ja. Macht das ja alles jetzt Sinn, ne? Wie viel Marmelade brauchen wir? 5! Okay, das stelle ich nochmal. Paar her. Ja, die ist halt das altes Bauholz. Ja, aber das. Ich brauche ja Orikalkum dafür, um das da abzuholzen. Oder kann ich mit dem Holz was machen? Uralter Baumstamm. Ein Stapel altes Holz. Das war nicht im Feenreich gemeint, oder? Egal, ich gieße erstmal. Dieses Huhn. Irgendwas kann ich hier streicheln, ich weiß nicht was. Ach so, das Huhn. Natürlich. Was denn auch sonst? Ist er halt 5 Kilometer entfernt von mir? Aber ja. Boah, wann können die endlich fertig sein? Ja, ich hab doch gerade erst. Ich brauche mehr Magie. Wenn die alle fertig gewachsen sind, werde ich nicht nochmal so viel anpflanzen. Ich möchte es euch nur erwähnen, nochmal sagen, nicht bevor ich mehr Magie habe. Ich weiß, ich musste mir halt oben mehr Sachen reinbauen ins Wohnzimmer. Ich weiß.
Kann ich nicht empfehlen, reich auch mein Wohnzimmer ausbauen, also mehr reinbauen, dann ist das, kriege ich auch hier den Buff dafür. Es wär zumindest ziemlich cool. Achso, die Marmelade ist fertig, oder? Ja. Ich lass die jetzt einfach. Ich lass die jetzt einfach. Ich gucke jetzt kurz mal in der Bude. Und baue hier so eine Bodenlampe rein. Das passt aber nicht hier zu dem Raum. Ich geh mal kurz mal in das andere Gebiet. Ich möchte halt da überprüfen, ob das irgendwas bringt. Feenacker. Nicht? Dann nicht. Was brauche ich, um dahin zu reisen? Ich muss mal gucken. Klatsch. Ich finde diese Brücke ziemlich hübsch. Ich weiß nicht warum, ich finde die hübsch. So, warte mal. Ist das hier? Das hier ist auch meine Bude quasi, ne? Es gehört ja auch quasi mir. Ja. Oh, hier eine Bodenlampe rein. Zack. Mehr Ausdauer. Das bringt halt nur einmal alles was, ne? Kann das sein? Ja, es bringt halt alles nur einmal was. Ganze Stuff bringt halt nur einmalig was. Gut. Ja. Das ist ja schön. Oh, lass mich raten. Ich muss Tiere machen. Ich wette mit euch. Darauf wird es spätestens noch hinauslaufen. Ja, das wird darauf hinauslaufen. Oh mein Gott. Ja, also ich habe die polierten Sachen, die Aufgaben. Ich habe die polierten Saphire, Erdbeermarmelade. Ich brauche Frostrüben. 5. Und 30 mal geschnittenes Gemüse. Und Flatterstaub. Wo ist das Portal hier? Da. Rosenquarz. Also das ist eine Aufgabe. Ich will das ja eigentlich alles schon abgeben, aber. Ja. Was ist das? Also Frostschweiß. Das ist Bärmarmelade. Verschieben wir hier. So, das kann auch mal alles weg. Ich will erstmal reintun. Okay. Nur mal kurz abchecken. Aufgaben. Eine Frostrübe. Ich gehe mal davon aus, dass wir keine haben.
schlecht, dass du das mal anpflanzt, oder? Eine Rübe. Kann ich Frostrüben kaufen? Ich weiß leider echt nicht, wo ich Sachen kaufen kann hier im Spiel. Ich bin halt so dumm. Nee. Nee. Ah, ja. Laden. Blumenkohl, Bohnen, Kartoffeln. Mais. Paprika, große Dünger, Leben, Dünger, Wein. Ja, aber woher kriege ich denn Frostrüben? Kann ich die oben bei der Ollen kaufen? Bei der Ollen. Ich muss halt nachprüfen, ne? Ich muss halt nachprüfen. Vielleicht muss ich auch ein bisschen was sammeln. Vielleicht kriege ich ja Saat aus den Viechern im Wintergebiet. Kratzbeeren. Nein! Oh, da halt. Da hackt den Baum halt kaputt. Mangold. Ich finde Mangold lecker. Hi. Brauchst du etwas? Hast du nicht erst letzte Quest für mich? Ja, ich muss hier leider rein. Ach, uralter Baumstamm, das kriegt man hier. Ach komm! Alter, was ist mit diesen Dingern los? Ja, ja. Ja. Was haben wir hier? Da ist noch, da liegt noch was. Ja. Wer stellt sich nicht gerne Baumstumpf als Deko irgendwo hin? Kennt man. Okay, hier wird's wieder normal. Ach komm! Woher kriege ich denn jetzt die Frostrübe? Wahrscheinlich muss ich irgendwie was anpflanzen, weil ich wüsste nicht, woher ich die Frostrüben kriegen. Geschnittenes Gemüse ist easy. Pflanzenstaub ist auch easy. Die Frostrübe. Oh, bitte. Steinkörner. Brauner Egerling. Wieso kann ich die Bäume jetzt da hacken, obwohl... Weil letztes Mal ging das doch gar nicht. Ja, ja. Ja, ja, Spiel. Grenzenlose Freiheit, ne? Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Kannst du alles machen, was du willst. In deinem eigenen Tempo. In meinem Tempo wäre ich da drüber. Aber wahrscheinlich kann ich die nicht. Ja. Genau. Frostrübe. Mein, da ich gerade hebe, kann ich es schon abgeben. So. Ja, ja, chill du mal deine Base da. Deinen haarigen Rücken.
Ich werde mich mal informieren müssen. Oh, da war was. Ich hab's gesehen. Habt ihr das auch gesehen? Ja. Ich werde mich bis zum nächsten Part mal informieren. In der Zeit stelle ich mal. Was will er von mir noch? Nein. 30 geschnittenes Gemüse. Ist hier, ne? Blattgemüse, gemischtes Gemüse, frisches Blattgemüse, geschnittenes Obst. Wo soll ich denn geschnittenes Gemüse herstellen? Gewürfelte. Gewürfelte Wurzeln kann halt aber nicht gemeint sein. Geschnittene Pilze. Ich bin ein bisschen dumm, oder? Bin ich ein bisschen dumm? Was war das? Also hier kein... Hier ist ja kein geschnittenes Gemüse. Geschnittenes Gemüse. Wie stelle ich geschnittenes Gemüse her? Ja Leute, ich werde mich bis zum nächsten Part mal informieren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.